So, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial, diesmal mit einer Mod-Vorstellung. Wurde mir immer vorgeschlagen, da habe ich mir gedacht, komm, kannst du ja mal machen. Es geht diesmal um den Mod Kamerastudio, ein Mod, den ich noch nicht allzu lange kenne, oder besser gesagt, ihn auch erst heute ausprobiert habe. Und er ist verdammt geil, wenn es darum geht, in Minecraft so eine Art Kurzfilme oder ähnliches zu machen. Und in diesem Video hier werde ich euch mal kurz erklären, wie ihr den installiert und wie ihr den verwendet. So, in der Beschreibung dürften jetzt drei Links stehen. Der oberste davon führt euch zu dieser Seite hier im Minecraft-Forum, wo wir zuallererst mal den Mod brauchen. Und hier scrollen wir wie gewohnt erstmal ein bisschen runter. Hier haben wir ein paar Filmchen, in denen der Mod verwendet wurde. Und dann haben wir hier Download-Links, nicht zu übersehen. Da klicken wir dann auf den obersten für die aktuelle Version. So, dann kommt hier ein Adfly-Link. Dann, das seht ihr jetzt nicht, da oben rechts steht dann so gelb hinterlegt, so Werbung überspringen. Dort klicken wir drauf, werden dann weitergeleitet und dann kommt dann hier wie gewohnt dieses Fenster. Dort klicken wir auf Datei speichern und dann ladet ihr euch das runter. Wenn ihr das dann habt und im Singleplayer den Mod verwenden wollt, dann braucht ihr noch den Mod Singleplayer Commons, da ihr für diesen Mod den Chat benötigt. Und den gibt es ja im normalen Singleplayer nicht, deswegen braucht ihr hier diesen Mod, dann könnt ihr den öffnen und dann könnt ihr auch den Mod verwenden. Dazu steht auch ein Link in der Beschreibung, wieder im Minecraft-Forum, dort scrollen wir auch mal ein bisschen runter. Mal gucken hier, wo ist denn das Ganze? Wie, was jetzt über den Mod sage ich jetzt nicht mehr, damit kann man so sau viel machen, ich habe den auch noch nie verwendet. Und könnt ihr euch gerne durchlesen. Boah, ist das viel. Gut, dann haben wir hier Downloads. Singleplayer Commons von Minecraft 1.2.5. Ja, gut. Klicken wir hier auch mal drauf. Ist wieder ein Adfly-Link. Adfly-Link. Das seht ihr wieder nicht. Wieder da oben rechts Werbung überspringen dann. Nach der Werbung. Nach der Werbung. Und dann kommt wieder dieses hübsche Fenster. Datei speichern. Und dann lädt ihr das runter. Und schick ist. Dann würde ich euch noch empfehlen, den Modloader sicherheitshalber auch mal runterzuladen. Ich weiß nicht, ob man den dafür benötigt, weil als ich das jetzt probiert habe, da war in meiner Minecraft.jar war der Modloader schon drin. Deswegen kann ich nicht sagen, ob es auch ohne funktioniert. Sicher ist er sicher, dazu eben auch ein Link in der Beschreibung. Ihr könnt es ja mal ohne probieren und dann mal in die Kommentare schreiben, ob es funktioniert. So, der Modloader braucht ihr für viele Mods, damit diese funktionieren. So, hier kommen wir auch ein bisschen runter und hier haben wir dann den Modloader 1.2.5. Hier sind auch allerhand andere Mods und dann können wir hier auf Download Adfly oder Direkt. Wir können hier mal auf Direkt klicken. So, und dann hier gleich auf Datei speichern. Wenn ihr dann die drei Dateien habt, dann zieht ihr sie einfach auf euren Desktop oder sonst wohin. Das ist ja eigentlich egal. Und alle diese drei Sachen, die installiert man eigentlich gleich. Da gibt es rein gar keinen Unterschied. Und das geht gefolgt. Entweder hier in der Suchleiste oder die Windows-Taste und R. So, und dort geben wir dann hier %AppData% ein, ganz gewohnt. Schon tausendmal gehört. Und dann haben wir hier wieder das Fenster auf den Punkt Minecraft-Ordner, dann hier Bin und auf die Minecraft.jar. Ja, Winra ist gut. Dann haben wir das, dann öffnen wir hier einfach mal oder machen hier einen Doppelklick drauf. Oh Mann. So. Jetzt muss ich gucken, dass das hier alles noch mit drauf passt. Beschränkter Platz hier. Ich hoffe, ihr seht alles. Müsste aber so sein. Nein, was willst du denn jetzt hier? Hau ab! Weg mit dir! So. Gut, jetzt hier den Kamerastudio-Mod. Um den zu installieren, müsst ihr die unterste Datei, das ist diese jf.class-Datei, als auch dieses Suschen, das beides einfach mal markieren. Das kann man machen, indem man Steuerung gedrückt hält und dann auf beides einmal klickt. Das beides markieren. Dann hier ziehen und da rein auf OK und dann wär's das. Ich mach's jetzt mal lieber nicht, weil ich es schon habe. Ja, das hätten wir dann. Das war's schon. Dann hier Singleplayer Commons ist genauso. Ja, was ich da komisch finde, da ist ein Meta-Info-Ordner noch extra mit drin. Also, wieder alles markieren. So. Dann hier reinziehen. Und den Meta-Inf-Ordner löschen, der ist dann ja auf jeden Fall bei euch mit drin. Oder ihr kopiert ihn erst gar nicht mit rein. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das war es dann auch schon mit dem Singleplayer-Commons. Und dann wollen wir noch den Modloader. Ich weiß gar nicht, ob man den Modloader vielleicht zuerst installieren sollte. Das kann sein, aber ich glaube, das ist auch egal. Hier auch alle Dateien, alle Class-Dateien. Ja, egal. Alle Dateien kopieren, hier reinziehen. Okay, und fertig. Gut.
Okay. Gut, wenn ihr das dann habt, ganz normal einfach mal Minecraft starten. Falls ihr einen Blackscreen bekommen solltet, dann achtet bitte darauf, dass ihr den Meta-Info gelöscht habt. Falls es sonst noch Probleme gibt, dann schreibt mich einfach mal an. Facebook, Twitter, Skype, YouTube. Und ich werde euch dann versuchen zu helfen. Okay, so, ich bin jetzt hier mal auf einer Kopie meiner, meiner Let's Play-Welt und werde euch jetzt mal versuchen zu erklären, wie ihr diesen Mod benutzt. So, Singleplayer Commons ist installiert, deswegen können wir hier den Chat öffnen. Und ja, wie funktioniert der Mod? Der Mod funktioniert so, dass man sich, dass man verschiedene Punkte markiert und sobald man dann ein Signal oder ein Kommando hier eingibt, beginnt dann eine Kamerafahrt. Die läuft dann sozusagen alle Punkte ab, die man hier gesetzt hat. Und der speichert das allerdings nicht. Also der fährt die Punkte einfach nur ab, aber speichert das nirgendwo. Das dachte ich zum Beispiel am Anfang. Ihr müsst dann diese Kamerafahrt noch zusätzlich mit Fraps installieren. Was Fraps ist, denke ich, muss ich nicht erklären. Und auch zu Fraps werde ich jetzt nicht mehr sagen. Aber speichern von alleine tut er das nicht. Er fährt bloß ab und zeigt das eben auf eurem Desktop. Gut, okay. Wie macht man das mit diesem Punkte markieren? Das könnt ihr euch auf dem Link da, wo ihr das gedownloadet habt, da steht das auch erklärt, die ganzen Commons. Fand ich allerdings ein bisschen kompliziert, deswegen versuche ich es mal euch etwas einfacher zu erklären. Dazu geben wir ein für Commons ja immer das Slash zuerst und dann Cam und dann P. So, das geben wir einfach mal ein und dann erscheint hier schon Point P1 Registered. So, dann steht da hinten noch die Koordinaten. Und dann haben wir schon mal den ersten Punkt. So, wo wollen wir denn hin? Machen wir hier mal so eine kleine Kamerafahrt. Also hier startet dann sozusagen das Video dann, die Fahrt. Als nächstes wollen wir dann mal hier zu unseren Schweinen. So, hier wollen wir als nächstes hin. Oh, Shift ist aktiviert. Dann gehen wir wieder ein Camp P. Und jetzt kommen hier seltsame Geräusche, weil irgendwo ist Handy. Gut, Camp P. Dann haben wir den zweiten Punkt. Als nächstes wollen wir dann nochmal hier hin. Ja, das ist, ich mache immer so ein paar Punkte, dass wir auch ein bisschen was haben. Gucken wir hier nochmal hin. Cam P. Okay. Dann nochmal hier rüber. So. Dann nochmal hier hin. Und zum Schluss dann wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück. Oder zumindest, also ihr müsst nicht zum Ausgangspunkt zurück. Ich kann jetzt auch hier enden. Ich end mal hier. Sonst, kommt es vielleicht zu Verwirrungen. So, Camp P. Jetzt haben wir unsere Punkte. Und damit es einfach ein bisschen schöner aussieht, dass er das so in Schwängelinien und so fährt, geben wir noch ein Camp SP. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man das ohne macht. Das hat bei mir gar nicht erst geklappt. Also gebt, wenn ihr alle eure Punkte habt und dann eure Fahrt sozusagen fertig ist, gesetzt ist, gebt mal Camp SP ein. Ihr werdet sehen, dass, was das für eine Wirkung gleich hat. Das einfach mal eingeben. Und als nächstes, oder letztendlich, geben wir dann noch ein Cam Start. Und dann müssen wir eine Zeit eingeben. Eine Zeit, wie lange diese Kamerafahrt jetzt dauern soll. Es kommt darauf an, was ihr jetzt machen wollt. Soll es eher so ein bisschen ruhiger angehen sein oder so ein Speed sein? Dann müsst ihr natürlich die Zeit runterdrehen. Ich gebe jetzt einfach mal ein hier für 20 Sekunden. Ihr könnt auch Minuten machen, dann einfach statt Sekunden hier ein M hinter. Aber 20 Minuten wäre jetzt hierfür ein bisschen lange. So, drücke ich das einfach mal. Und dann seht ihr jetzt hier die Kamerafahrt, die Punkte, die ich eben markiert habe. Ich kann jetzt hier noch mit F1 das unten ausblenden lassen. Dann sieht das wirklich so aus wie eben... Hat mehr Filmatmosphäre, da hinten spackt der Baum rum, ne? Und das müsst ihr jetzt halt mit Fraps aufnehmen, diese Sache hier. Ich finde das echt richtig klasse für Kurzfilme, ist genial. So, und das war's dann auch schon. Hier ist unser Endpunkt und jetzt können wir uns hier auch wieder... ganz normal bewegen. So, nehmen wir mal an, ihr wollt mehrere solcher Filme hintereinander machen. Ihr wollt jetzt zum Beispiel noch was anderes aufnehmen. Zum Beispiel wollt ihr hier beginnen. So. Und gebt dann einfach wieder ein Cam P. Und dann steht da Point 8 gesetzt. Genau, den hängt er dann einfach an die anderen Punkte ran. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nochmal was Neues machen. Deswegen geben wir ein Cam. Und dann Clear. So. Jetzt ist alles wieder sozusagen gelöscht. Wir können von vorne anfangen. Und wenn wir jetzt eingeben Cam P, dann ist wieder der erste Punkt. Und so können wir dann weitermachen. Okay, ich glaube, da gab es noch ein, zwei mehr Commons, die man dann noch eingeben kann. Allerdings weiß ich nicht, ob die so wirklich notwendig sind. Das ist auf jeden Fall hier das Wichtigste. Auf was ihr achten sollt, ist, dass euer Männekicken nicht irgendwie durch Sachen durchfliegt. Das klappt bei mir irgendwie nicht so ganz. Das sieht irgendwie komisch aus.
Und manchmal ist es auch so, dann setzt ihr einen Punkt, bei dem ihr eigentlich normalerweise nirgendwo drin steckt. Geht ja auch gar nicht im normalen Minecraft. Wenn ihr dann allerdings diese Kamerafahrt macht, dann hängt der Kopf auf einmal in der Decke drin und dann seid ihr da im Block und das sieht auch kacke aus. Ich kann euch aber einmal zeigen. Ich mache hier nochmal einmal Cam Clear. So, und dann ist mein erster Punkt jetzt so hier. Cam P. Und mein zweiter Punkt ist jetzt hier drinne. Slash Cam P. So, zweiter Punkt. Ich gebe mal hier trotzdem noch. Oh. Slash Cam SP. So. Und Cam Start. Wie lange machen wir das? 5 Sekunden. Bam. Okay, das ging noch, aber ist natürlich nicht so schön. Nehmen wir wirklich an, wir wollen einen Kurzfilm machen, dann ist das schon ziemlich unschön. Aber ansonsten war es das dann auch schon. Bei Fragen oder Problemen einfach, wie gesagt, mal anschreiben. Also mich. Ihr könnt auch gerne jemand anders anschreiben, wenn der euch helfen kann. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt es einigermaßen verstanden. Konnte es gut erklären. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video oder Tutorial wieder. Bis dahin. Tschüss.